Ich glaube, wir drücken hier gleich echte 500. So, jetzt kommt die Eingangsmessung. Ja. Dritter. Oh, der hat irgendwie ganz schön Zug verloren. Und jo. Und was hatten wir? Andere Autos sind beschleunigen in der Zeit. Jetzt geht es irgendwie bergauf, das ist ja richtig schwer. Ja, und damit ein betrübtes herzlich willkommen zu einem neuen Video. Habe ich mir jemanden gesucht, der das Ding hier mal richtig scharf macht. Nur die pure Leistung. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu RRG Racing. Wir sitzen hier in Bad Oldesloe. Und dann wollen wir mal gucken, was wir hier gleich rausholen aus dem Bock. Mein Navi sagt, wir sind da. Haben. Das sieht doch richtig nach einer guten Werkstatt hier aus. So mag ich Schrauben. So, wir sind hier in den heiligen Hallen angekommen. Und wir waren gerade schon mal kurz drin, erst ganz kurz quatschen. Wir gucken uns das jetzt einmal an. Ich habe gesagt, ich brauche Leistung. Er hat gesagt, machen wir. Wir gucken uns mal an. Eigentlich simpel gehalten hier. Was brauchst du mehr? Man braucht Rückstand. Nur mal ein Fernsehen zum Diagramm mit der Leistungskurve gleich steht. er meinte gerade schon, wir machen gleich mal eine Eingangsmessung. Wir haben ja schon eine Eingangsmessung gemacht. Die war auch echt schnell. Wir haben jetzt 9,6. Oh, von 50 auf 100. Jetzt gucken wir mal gleich, was die Karre an Leistung hat. Dann soll ich hier irgendwie drauf fahren. Und dann gucken wir, was da so geht. Das hier sieht ja eigentlich leidlich einfach aus, wie du es hier gebaut hast, ne? Ja. Erzähl mal was dazu. Auf jeden Fall. Und zwar, also Prüfstände gibt es ja von bis, ne? Man kann auswählen quasi zwischen nagelneuen China-Prüfständen, die dann, was weiß ich, 15.000 bis 20.000 Euro kosten. So viel? Was ist ein China-Prüfstand? Genau, also ein neuer, ne? Das ist aber noch günstig. Also wenn man jetzt beispielsweise eine Marke nimmt, Maha-Leistungsprüfstand High-End, liegt man so bei 300.000, 350.000. Ohne Einbau. Ohne Einbau, genau. Und das ist dann quasi ein High-End-Allrad-Prüfstand. So, und man hat halt, wenn man sich jetzt sagt, man will nicht allzu viel Geld investieren, will aber trotzdem was Vernünftiges haben, gut, man hat halt irgendwo so ein bisschen die Wahl zwischen einem vernünftigen alten oder einem nicht so vernünftigen neuen. So, nicht vernünftig neu wäre halt eben China für 15 bis 20 oder halt alt und vernünftig wäre halt Bosch, das was das Ding ist. Und das du hast dir das dann so ein bisschen zusammengebastelt? Erst diese Rollen hier gekauft? Nee, das Ding gab es tatsächlich so komplett, habe ich den abgeholt. Genau, auf jeden Fall ist das ein Bosch-Prüfstand LPS 002 ohne Bremse. Also bedeutet das, ich kann so messen bis 5,55. Ab 5,50 wird es dann halt, kann ich auch messen, aber es wird nicht mehr so genau. Wir gucken mal, er macht das schon. Was ist denn oh. Was denkst du, er ist von 2012 und irgendwie 220 gelaufen? Was meinst du, hat er noch eine Restleistung? Also ich glaube, er drückt schon das, was er angeht. Meinst du echt? Ja, ja. 140 km. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er weniger macht. Ich bin gegen 2,5 auf 131 PS gefahren. Und wir haben zwar nichts getan. Ja. Also ich denke mal, deiner wird das drücken. Und zwar aus dem Grund, weil Turbomotoren immer streuen und zwar meistens nach oben. Also wenn er was verloren hat, wird er jetzt zumindest das drücken, was er original hat. Ja, dann ist gut. Mal kurz verzoren. Ich meinte, es ist schon besser, wenn man das macht. Ihr könnt ja jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr tippt, wie viel Leistung der jetzt hat. Ich habe original 140 PS Maschine drin und jetzt haben wir den hier drauf. 227.000 Kilometer. Ich muss sagen, ich bin jetzt echt gespannt, was das Ding auf der Rolle Eingangsmessung drückt. Ich tippe, was könnte man immer gut tippen, was die Karre drückt? Ich denke eher so 130 PS. So, schreibt es mir in die Kommentare, was ihr sagen würdet, was das Ding jetzt rausdrückt. Wir wetten um Bier. Wir wetten um Bier? Ich tippe 130. Was tippst du? Du sagst mehr, ne? Ja, ich sag 100, 140 oder Serie. Ich sag 137,8. 137,8. Ich sag 130 glatt. Bier steht hier. Und jetzt schließt du den über OBD an und darüber nimmt er sich dann die Werte, oder was? Genau, ich schließe jetzt gleich OBD an. Dann errechnet quasi die Box das Drehzahlsignal, das es vom Steuergerät bekommt, weiß dann, bei welcher Drehzahl vom Auto, wie schnell sich die Rolle dreht und kann dann das Übersetzungsverhältnis errechnen. Genau, okay. Das heißt auch, angenommen, Finn würde jetzt auf seinen Serienstahlfelgen messen, würde das an dem letztendlichen PS-Wert gar nichts ändern? Nö, er könnte auch mit 30 Zoll herkommen. Finn?
30 Zoll. Geh los. Nee, okay, bin ich auf jeden Fall mal richtig gespannt, was die Karre hier gleich drückt. 3. Auf die 135 PS würde ich sagen. Perfekt. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte weniger gedacht. Was hast du denn da jetzt vor? Du hast ja hier die ganzen grünen Ordner-Sachen da. Genau, also im Endeffekt, das ist ein relativ einfaches Programm und funktioniert für Dieseltuning relativ gut. Grüne Punkte hier sind quasi Kästchen, die dir nachher zeigen, welches Kennfeld du bearbeitet hast. Also nehmen wir jetzt mal... Wenn du da jetzt was veränderst, wird das gleich rot. Genau, und das brauchen wir nicht verändern, aber nehmen wir jetzt einfach mal... das ist dein Gaspedal. Keine Ahnung, da hauen wir jetzt einfach mal 10 Milligramm Sprit drauf, nur mal um es mal zu zeigen. Dann wird das Ganze abgespeichert. So, und dann zeigt er dir, dass das Kästchen bearbeitet wurde. Das bearbeitet, ne? Haben wir Leistung da. Also eigentlich sind wir doch alle gespannt gleich auf die Ausgangsmessung, oder nicht? Ja. Mal gucken, wir verändern hier jetzt so ein paar Werte und so. Wie ihr gerade gesehen habt, wir haben da jetzt ein paar Kennfelder optimiert, so ein bisschen Prozente drauf geballert irgendwie. Du hast das gemacht? Ja, genau. Was auch immer? Ich habe mir Mühe gegeben. Hast du? So. Meinst du, das wird jetzt die Traumsoftware? Ich glaube, wir drücken hier gleich echte 500. Echte 500? Ja. Also ich sag mal, was hat er jetzt, Serie jetzt 134,7, ja. Ja, also 134. Auf jeden Fall hast du das Bier gewonnen. Genau, also ich denke mal, rechne mal mit 30 mehr, das wären 165. Genau, jetzt im Endeffekt der Flasher. Es ist quasi so, also vorne ist ein Ladegerät angeschlossen, damit auf jeden Fall die Batterie nicht abkackt. Achso, ja, damit wir das Steuergerät nicht in den Müll schmeißen müssen, war gerade noch das Argument dafür. Genau. Da unten liegt die Magie jetzt. Achso. Ich habe jetzt meine Datei ausgewählt. Hab dem Flasher gesagt, dass er das jetzt auf dein Steuergerät spielen darf. Das ist jetzt die überarbeitete... Genau. Also hier steht quasi jetzt Erasing Block 1, also den Block, den ich bearbeitet habe, den löscht er jetzt von deinem Steuergerät runter und spielt danach direkt Flashing Block 1 den Block wieder drauf. Ja. So, meine lieben Damen und Herren, unsere Stage 1 ist draufgespielt und das Kraftaggregat läuft noch. Jetzt lassen wir warm laufen. Okay, mal gucken, was jetzt noch an Öl hat. Ich glaube nicht viel. Ah, Moment. Mach nochmal auf. So, Stage 1 haben wir draufgespielt auf dieses Kraftaggregat. Jetzt müssen wir hier warten, bis die Karre Öltemperatur hat. Also noch einen Moment warm laufen und dann wollen wir hier gleich mal die Leistung rausspielen. Mal gucken, was er drückt. Was? Nochmal, wetten um Bier? Oh, ja, eine Bierwette. Warte, ich hol Bier. Was sagst du? Also er hat 135 hat er gedrückt. Eingangsmessung und 320 Newtonmeter. Ich sag 167. Du sagst 167? Ich sag 161. 161? Ich hoffe mehr von dir. Ich hoffe 165. Okay. Dann muss ich ja was anderes. Dann sage ich jetzt 172. Dann bin ich jetzt 172. Überoptimistisch. 165? Ja, du musst ja. Ja, mach das Ding nachher. Hier ist hier, ne? Training an mit dem Checken. Geht los. Ich mach mal einen Lüfter an und dann... Fahren wir mal ein bisschen, damit das Steuergerät noch kurz anlernen kann. Ja, jetzt wird's laut. Wir fahren jetzt brauchen ein bisschen noch ein bisschen mit dem Öl, dann können wir noch ein bisschen lernen das Steuergerät an und dann gucken wir gleich mal, was er drückt. Jetzt haben wir ein bisschen Öltemperatur erreicht und machen jetzt einmal einen Lauf halt, so ein Dingsbums halt. Ja. Eine Messung, ja, Ausgangsmessung. Das wird gleich die Stunde der Wahrheit. Ja. Halt's Maul!
172 und ein 71,7. Geil. Gute Sache, du. So, also hier sehen wir das. Ist ein bisschen verpixelt, aber ist egal. Also, wir haben hier die alte Kurve, die blaue, das ist Drehmoment. Und die rote ist PS, also Leistung, Drehmomentskurve. Jetzt haben wir hier die neue, die hier. Und das hier ist unsere neue PS-Kurve. Also sieht man, dass wir hier jetzt schon einen Unterschied von 61,5 Newtonmeter Drehmoment. Newtonmeter haben. Was bei, schon unter, bei, ja, bei 2400, bei 2400 Umdrehungen. Was schon, also das 61 Newtonmeter ist extrem, extrem viel. Und halt hier schon, so das ist ja der Bereich von 2000 bis 3000, wo man halt so normal durchbeschleunigt, also den am besten nutzt. Und hier die 60 Newtonmeter mehr und 20 PS mehr, die 20 PS spürst du so direkt, also spürst du die Newtonmeter. Und halt haben wir hier halt nochmal einen Kick, hier hatten wir, kannst du hier rüber scrollen? Ja, klar. Hier haben wir 30 PS mehr und 72 Newtonmeter mehr dazu gewonnen, was halt... Das ist dann der Bereich, wo du versuchst, gegen den Vito zu racen. Ja, genau. Vergeblich. Wo ich dich abziehe. Jetzt muss ich achso, wenn jetzt jemand denkt hier, oh, hier vorne, das ist aber krasse Belastung fürs Auto. Der das große, geile Sechsganggetriebe, der hält das aus. Good job, würde ich sagen. Good job. Bin sehr zufrieden. Könnt ihr auch nochmal, er hat einen YouTube-Kanal, da machst du, was machst du denn sonst noch so? Eigentlich, es dreht sich eigentlich nur ums Auto. Also Autos optimieren, Abstimmung, eigentlich nur Auto. Ab und zu mal ein bisschen Motorrad. Ja. So ab und zu. Du hast ja einen Instagram-Kanal und genau, Instagram, YouTube. Facebook, YouTube. Schon gehört. 2, VR6 irgendwie, da kommt auf jeden Fall noch was. Ich schreib's hier nochmal rein, check den auf jeden Fall mal ab. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. So, wir sind jetzt endlich wieder zu Hause von RRG Racing. War ein super geiler Tag in Bad Oldesloe. Wir haben hier richtig Bums in die Bude reingezimmert und der fährt sich halt, man merkt es richtig doll, also irgendwie die knapp 100 Newtonmeter und ein paar 30, 40 PS, die da reingekloppt haben, merkt man auf jeden Fall richtig doll. Vielen Dank dir nochmal für die geile Software und so. Wenn auch ihr irgendwie eine Software, ein bisschen ganz entspannte Stage 1, man merkt einfach, dass das Auto halt einfach ein bisschen flexibler, zügiger so ist, könnt ihr auf jeden Fall Instagram ihm mal schreiben, RRG Racing, wie auch immer. Ich verlinke den auch hier nochmal, wie ich es gerade eben auch schon getan habe. War auf jeden Fall mega geil. Kann ich jedem empfehlen. Wertet halt so ein Auto echt krass auf, so vom Fahrgefühl. Und so eine Stage 1 ist ja nichts Wildes irgendwie fürs Auto. Das hält das Auto aus. Man verändert einfach ein paar Werte sozusagen, was Kupplung, Getriebe halt alles noch ganz entspannt ab kann. Auf jeden Fall euch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie der Bus sich jetzt fährt, wie man das machen kann, Motor, keine Ahnung, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, lasst ein Like da für den Algorithmus. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns wieder nächsten Sonntag.